So, ich hoffe, die Technik spielt jetzt irgendwann langsam mit. Jedes Mal möchte meine Studio-Software irgendwas anderes machen. Also ich möchte euch gerne mal mit so einer Bildschirmaufnahme zeigen, wie man das mit dem Rahmen macht. Dazu habe ich mir aus dem Silhouette Design Store ein Design rausgesucht. Ich habe lange überlegt, was ich da mache, weil das sollte schon irgendwas Witziges sein. Ich finde das witzig. So, so soll das letztendlich am Ende aussehen, beleuchtet mit Offset dann drum natürlich. Ich möchte jetzt die Originaldatei, die ich mir gemacht habe, nicht zerstören, deswegen kopiere ich mir das jetzt und kopiere mir das einmal hier rein für die Vorderseite und nochmal ein leeres für die Rückseite. Das Ganze schiebe ich mir dann schon mal so hin, dass ich es nachher auch schneiden kann. Ich muss es schön an den Rand machen, weil ich nur A4 schneiden kann. So. Dann machen wir zuerst die Vorderseite. Die Vorderseite ist dann das, alles, was wir sehen, wenn das Licht aus ist. Da sehen wir das dann praktisch nicht. Und das soll zu sehen sein. Aber das, was dann alles zu sehen sein soll, kriegt dann noch ein Offset. Deshalb begeben wir uns jetzt noch auf die andere Seite. Das wäre dann die Rückseite. Und hier machen wir uns jetzt überall ein Offset drum. Nicht verschweißen, Offset. Ihr seht jetzt leider meine Fenster nicht. Hier ist ein Fenster fürs Offset. Ich weiß nicht, warum er das nicht macht. Er macht es jedenfalls nicht. So. Jetzt habe ich den Anschluss verpasst. Ich fange hier einfach nochmal neu an. Bei der Rückseite. Genau, wir müssen jetzt hier ein Offset drum machen. So, das mache ich ein bisschen größer. Ihr seht jetzt das Fenster nicht. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe. Hier ist das Offset-Fenster. Ich gehe einfach davon aus, ihr wisst, wie man ein Offset macht. Dann klickt man auf Hinzufügen und dann habt ihr hier das Offset. So, das Gleiche passiert dann hiermit. So, hier soll auch ein Offset drum. Falsch. Und noch das Letzte. Hier diesen Zwischenraum möchte ich gerne draus haben. Das mache ich einfach schnell mit der Punktbearbeitung. Hier das Offset würde ich aber rausmachen. Genau, so lasse ich es. Jetzt, das ist ja die Rückseite. Und das heißt, das Ganze muss jetzt noch gespiegelt werden. Da geht man hier oben auf Spiegeln. Das seht ihr jetzt leider wieder nicht, weil der mir die Fenster nicht zeigt. Und ich mache horizontal wenden. So würde das Ganze dann aussehen. Und jetzt nehmen wir noch alles raus, was ja eigentlich schon zu sehen ist. Das Offset lassen wir stehen. Und das nehmen wir raus. Und diese Klorolle, das Schwarze, muss drin bleiben. Weil das haben wir ja auf dieser Vorderseite nicht. So sieht das Ganze dann aus. So schneiden wir jetzt die Rückseite. Und hier schneiden wir die Vorderseite. Und so sieht das Ganze aus. Und ich würde mich einfach wieder melden, wenn ich das Ganze fertig geklebt habe.